Falls ihr ein dubioses Rauschen im Hintergrund hört, liegt es daran, dass es einfach 25 Grad in diesem Raum sind und ich leider einen Ventilator anmachen muss, weil es ansonsten nicht auszuhalten ist. Doch hey, spielt uns das in die Thematik Warmer Bruder richtig gut mit rein und deswegen würde ich einfach sagen, kommen wir direkt zum eigentlichen Punkt des Videos. Passend zum Pride Month dachte ich mir, dass es doch richtig super supportive ist, wenn ich so ein bisschen meine Story erzähle, wie ich mein Coming-out hatte. Und besonders nachdem ich mein eigentliches Coming-out-Video von vor 13 Jahren aus dem Internet vaporisierte, dachte ich mir, hey, es wäre wahrscheinlich richtig angebracht, einfach mal so eine geupdatete Version hochzuladen, welche geupdatet ist. Und ich habe ewig lange überlegt, welches Spiel ich hier einfach hinstelle, weil ich mir immer denke, wenn ich schon ein Video mache, möchte ich zumindest irgendwie thematisch irgendwas haben, was hier steht. Und ich habe mir einfach das schwulste Videospiel rausgesucht, was ich gefunden habe. Habe ich zufälligerweise auch ein Video drüber gemacht, kann man sich auch gerne angucken. Kann ich nur empfehlen. Für alle, die ihr Gay Awakening noch haben möchten, perfekte Gelegenheit. Okay, Chris, höre ich jetzt viele Fragen. Worüber hast du in deinem 8 Jahre alten Coming-out-Video denn gesprochen, dass das einfach nochmal aufgewärmt werden muss? Nun, lieber Zuschauer, schön, dass du fragst. Das Ding ist, in meinem 5 Jahre alten Coming-out-Video, welches ich aus Versehen aus dem Internet gelöscht habe, war erstens die Qualität mega kacke, zweitens war einfach das kein gutes Video und drittens dachte ich mir, jetzt mit meiner erweiterten Kamera- und Videoproduktionserfahrung wäre es doch ganz angebracht, ein Video zu haben, wo man mein richtiges Gesicht auch sieht und nicht einfach nur so ein richtig altes, vermodertes Rage-Face. Halt einfach nur so ein Gedanke, den ich hatte. Okay, zum eigentlichen Punkt. Eine Frage, die ich halt auf Instagram wirklich oft bekomme, ist, Chris, woran merkt man eigentlich, dass man eher auf Typen steht und eher weniger auf Frauen? Und wie war das denn bei dir? Wann hat das angefangen? Wie hast du das gemerkt? Und diese Fragen ignoriere ich meistens, weil das ist halt bei jedem anders. Ich kann einem leider keine Anleitung dazu geben, wie man sich selbst findet, weil man das kurioserweise selbst herausfinden muss. Ich kann euch aber erzählen, wie das bei mir war und wie sich das bei mir langsam manifestierte und ich gemerkt habe, dass ich nicht wie die anderen Girls bin. Sorry, ich habe noch Sperma am Rachen. Hier ist das Ding. Dass ich schon immer so ein bisschen strange war, das wusste ich schon, seitdem ich ein kleines Kind war. Also halt wirklich, seitdem ich 4 oder 5 bin. Ich war schon immer so ein bisschen komisch, immer so ein bisschen der Außenseiter, immer schon so ein bisschen jemand, der nicht so richtig reinpasste irgendwo. Und das hat sich mit den Jahren immer mehr rausfinanziert, kristallisiert. Und irgendwann dachte ich mir halt so, ja, ich glaube, mit mir stimmt halt wirklich irgendwas nicht. Und irgendwann so mit 11, 12, wo so langsam die Pubertät einsetzt, habe ich praktischerweise auch einen PC bekommen, welcher Internet hatte. Und ich denke, ihr wisst schon, wo das hinführt. Mein Gott. Und wie es sich so verhält, landet man irgendwann einfach mal auf künstlerisch wertvolleren Seiten, in denen Mann und Frau, sagen wir, wertvoll in Szene gesetzt wurden. Sämtliche Kurven und Ecken und Kanten konnte man genauestens beobachten in kristallklarer 320p 100kbit Videoqualität, nur das Beste, was mein Modem hergab. Und was mir als 11-12-Jähriger da am meisten aufgefallen ist, ist, dass trotz prominenter Bevorzugung des weiblichen Körpers meine Augen eigentlich eher immer zum Mann wanderten. Doch natürlich dachte man sich damals, das ist nur eine Phase. Ich meine, da hört man ja immer wieder von. Das ist halt die billige Ausrede, die einem damals gesagt wurde. Das ist nur eine Phase. Da wächst du wieder raus. Das wird schon wieder. Ja, shit, würde ich mal so sagen. Oh, fuck, ich habe was Wichtiges vergessen. Warte. So sieht man nicht mehr, wie dreckig mein Sofa ist. So, auf jeden Fall habe ich mir beim Pornogucken eher die Männer angeguckt als die Frauen. Und so habe ich dann langsam gemerkt, okay, vielleicht gehe ich doch in eine andere Richtung als erwartet. Und das ist halt für 2003, 2004. Es war nicht so eine ideale Zeit, um... Es war noch nicht so cool, besonders auch, wenn man auf dem Dorf wohnte, da jeder jeden kennt. Schwierige Situation. Also hat mittlerweile 14-, 15-jähriges Ich eine richtig gute Depression entwickelt, weil man natürlich einfach nicht sein Ich ausleben durfte, sondern man musste sich richtig schön verstecken, einfach sagen, ich habe einfach kein Interesse an irgendwem. Mädels, alle ugly, nicht mein Fall, tut mir leid. Es war nicht so, ich hatte sehr viele attraktive Mädchen in meiner Klasse und falls das irgendjemand von euch sieht, es tut mir sehr leid, dass ich eure Liebesbriefe nicht beantwortet habe. Manchmal läuft's halt kacke.
Das Ding ist, wo ich mich dann natürlich ausleben konnte, war im Internet selbst. Wo ich einfach auf wesentlich akzeptierendere Menschen traf als im Real Life, weil ich genau wusste, so, meine Mutter, die macht mir die Hölle heiß, wenn die das rausfindet. Meine erweiterte Familie, mit denen hatte ich eigentlich praktisch nicht wirklich mehr was zu tun zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, da hatte ich auch keine Vertrauensperson oder so und Freunde hatte ich erst recht keine, bei denen ich mich getraut hätte, das zu sagen. Daher, nochmal, manchmal läuft's halt kacke. Entsprechend habe ich mich die nächsten 3 Jahre mehr oder weniger undercover durch mein Leben bewegt und versucht halt dem Thema Beziehung und Freundin so gut es geht aus dem Weg zu gehen, dass ich halt einfach nur mein Ding mache, mir sage, okay, ich möchte mich einfach eher auf die Schule konzentrieren, ich möchte einfach zusehen, dass ich was in meinem Leben reiße und halt einfach mich nicht irgendwelchen Mädchen hinterherwerfe. Das war natürlich alles eine fette Lüge, weil zu Hause saß ich dann einfach mit gebrochenem Herzen, weil ich ständig in irgendwelche anderen Leute verliebt war, von denen ich wusste, dass das nie was wird. Und das ist ein bisschen schmerzhaft, muss ich sagen. Kann ich nicht empfehlen. Sollte man vielleicht lassen. Wie gesagt, ich habe das Internet benutzt, um zumindest ein bisschen das Sprachrohr zu haben, damit ich die wenigen Freunde erreiche, welche in ganz Deutschland verteilt wohnen, weil die waren wesentlich relevanter, was das Ganze angeht. Und damals gab es einen richtig großen Service namens LiveJournal. Das war ein Blog und für alle Kids, die das nicht mehr kennen, ein Blog ist sowas wie ein Video, aber in Textform. Stellt euch vor, Twitter, aber mit unbegrenzt vielen Zeichen. Halt Wahnsinn einfach. Die Technik, die wir damals schon hatten. Und da habe ich dann immer wieder meinen Herzschmerz rausgeschrieben, dass ich halt einfach mir dachte, cool, heute war ein dummer Tag, ich habe heute wieder Person X gesehen und das hat mir im Herzen wehgetan und heute wurde ich mal wieder als Schwuchtel bezeichnet, wo mir das einfach irgendwie auf den Tisch gekritzelt hat, was mir auch ein bisschen wehgetan hat, weil ich mein Bestes versucht habe, nicht als Schwuchtel rüberzukommen, aber manchmal läuft es halt echt doof. War schon nicht so cool, entsprechend. Anstatt, dass ich es halt in mich reinfresse und es, wenn ich sowieso mit jemandem darüber reden kann, will ich es zumindest irgendwo abladen. Also habe ich das halt in meinem Blog getan, habe da einfach immer meine ganzen Sachen runtergeschrieben. Doof nur, dass ich vergessen habe, diese ganzen Sachen auf privat zu setzen, sodass es nur Leute sehen konnten, die tatsächlich auch meinem Blog folgen. Hups, I guess. Manchmal läuft es halt doof. Und ich glaube, das war mit, ich weiß gar nicht mehr, wann es war. 16, 17? Ich glaube 17, 16, 17, sagen wir 17. 17 kommt schon hin, so wichtig ist das Alter auch nicht zu diesem Zeitpunkt. Sagen wir, ich war 16, 16,5. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat meine Cousine damals meinen Blog gefunden. Und ab da begann die Parade anzuspielen, essentiell. Denn was gibt es natürlich Hotteres, als zu erfahren, dass der eigene Cousin eigentlich nicht auf Frauen steht und das natürlich auch in breitem Herzschmerz in seinem Blog verarbeitet, indem er da bereits irgendwie 30 Einträge hat, indem er schreibt, wie shitty das Leben ist, warum ich es einfach hasse zu leben, warum ich einfach mir denke, fuck life und warum es so unfair ist, dass mir das ausgerechnet passiert, dass ich das gar nicht möchte. Aber dass es halt einfach trotzdem jetzt so ein Teil von mir ist, mit dem ich anscheinend klarkommen muss, weil es nicht einfach nur eine Phase ist. Und vor allem, wie doof ich es finde, dass Person X irgendwie nicht meine Gefühle erwidern wird, weil ist halt so. Das wurde natürlich direkt an meinen Onkel weitergetragen, glaube ich. Oder meine Tante, welche es dann an meinen anderen Onkel oder meine andere Tante weitergetragen hat. Das waren so, das ging so eine Kette von 3 Menschen durch irgendwie. Und das Ende der Kette hat dann meine Mutter angerufen und der dann alles erzählt und die kam dann zu mir, machte die Tür auf und sagt so, ist das wahr, was mir deine Tante / dein Onkel, ich weiß gerade nicht mehr, wer erzählt hat? Stehst du ernsthaft auf Männer? Und ich weiß noch, ich saß da so und dachte mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was sage ich denn jetzt? Wie komme ich da wieder raus? Was kann ich da nur sagen? Oh Gott, irgendeine Ausrede, bitte, oh Gott, warum fällt mir nichts ein? Also saß ich da wie eingefroren und dachte mir jetzt halt so, fuck it, so, jetzt ist es halt auch egal. So, und meine ich halt so, ja, ja, ist halt so. Was halt auch immer voll schön war, weil man dann immer auch gehört hat, wie die Eltern richtig schön über irgendwelche Gay Parades in den News richtig krass abzogen und halt so meinten so, ew. Ne? Um es einfach mal etwas gediegener auszudrücken. Und was mich da überrascht hat, war tatsächlich, dass ich nicht aus dem Haus geschmissen wurde. Ich wurde weder beleidigt, noch wurde ich enterbt, noch wurde ich
keine Ahnung, verprügelt oder sonst irgendwas. Nein, stattdessen kam meine Mutter zu mir, hat mich umarmt und meinte einfach nur, wenn ich einen Typen haben möchte, muss ich Hard to Get spielen. Und dann geht sie einfach wieder. Und ich denke mir so, what the fuck war das gerade? Das war definitiv nicht das, was ich erwartet habe. Aber bei Gott, aller Liebe, holy shit, das ist best possible outcome für diese ganze Situation. Yay. Praise gay Jesus einfach. Sprechen wir alle drei Lady Gagas, dass das halt einfach richtig gut ging. Und ich bin einfach der glücklichste Mensch in diesem Moment. Und es fiel mir so ein fucking Stein vom Herzen, okay? Ich dachte, das wird das Ende meines Lebens einfach. Wenn das meine Mutter rausfindet, oh mein Gott. Zumindest bevor ich ausgezogen bin. So. Und ja, dann war mein Leben relativ unspektakulär tatsächlich für die nächsten 2 Jahre. Habe jetzt so die ersten Typen kennengelernt, die sich ebenfalls so fühlen wie ich. Die auch so ein bisschen unsicher waren, was das jetzt alles bedeutet, wie das alles läuft, was da los ist. Und das war eigentlich ganz nett, weil man da so die ersten Erfahrungen auch mit Flirten machen konnte. Da passierte halt einfach nichts weiter, außer dass man übers Internet in Bilder verliebt war. Aber das war ganz schön, so, das war ganz schön. Einfach mal zumindest so ein bisschen zu fühlen, dass da eine Chance ist und nicht einfach nur brutale, kalte Abweisung. Ergo hat sich das dann auch irgendwann in die erste Beziehung entwickelt und dann zog man auch so ein bisschen zusammen und dann hat sich das, ich weiß gar nicht mehr wie lange, 1 Jahr oder 1,5 Jahre oder so schon ergeben. Und ich finde, für eine erste Beziehung sind 1,5 Jahre eigentlich schon ganz gut. So, das ist schon, da habe ich schon Beziehungen erlebt, die haben halt so 2 Wochen gehalten und dann wurde Schluss gemacht. Daher, ich will nicht sagen, dass ich echt gutes Beziehungsmaterial bin, aber manchmal kann es halt auch gut laufen. Okay, und dann nahm mein Leben irgendwann so einen richtig krassen Absturz, von dem es sich bis heute fast wieder erholte. Es passiert auf jeden Fall extrem, extrem, extrem viel Kram, der einfach echt nicht gut war, der richtig shitty war, der mich tatsächlich schon fast in den Suizid getrieben hätte. Jetzt abseits von irgendwelchen Coming-out-Geschichten. Mein Leben zwischen 18 und 20 war der größte Müllhaufen ever und das war echt, also dass ich das überlebt habe, dafür möchte ich bis heute noch eine Trophäe haben, Alter. Stress mit dem Vater, Stress mit irgendwelchen Zahlungen, die der Vater nicht machen wollte, Stress, dass ich mit der Schule beendet habe und einfach keine Ausbildung gefunden habe, Stress, dass ich die Miete bezahlen musste, obwohl ich kein Geld verdiene, Stress, dass ich halt einfach nichts hingekriegt habe, obwohl ich so hart versucht habe. Ich habe 300 Bewerbungen abgeschickt und ich habe 5 Bewerbungsgespräche bekommen und keine Annahme, so, und irgendwann dachte ich mir halt so, fuck it, so, was soll's, life sucks, so, ich lag dann einfach bei mir in der Wohnung und dachte mir halt so, was soll's, so, hat ja eh keine Zukunft mit mir. Doch dann dachte ich mir, nein, wenn eh alles shit ist, kann ich jetzt auch machen, was ich möchte, und habe meine Mutter angerufen und meinte, ich muss leider wieder zu dir ziehen. Das hier, dieses Alleinewohnen und das irgendwie managen von Leben, das klappt irgendwie noch nicht so ganz. Ich brauch noch ein bisschen Zeit dafür. Also das lief noch nicht so gut. Dann kam meine Mutter an und hat mich halt abgeholt, nach ein bisschen hin und her. Das hat auch so ein bisschen gedauert, bis sie gesagt hat, okay, komm, machen wir das. Und dann wohnte ich wieder zu Hause. Und zu diesem Zeitpunkt war ich in meiner Sexualität schon recht gefestigt. Sagen wir mal recht gefestigt. Kam gut rum. Ich wusste, wie der Hase läuft, essentiell. Und ich wusste, was ich wollte. Und ich wusste, dass es halt nicht nur eine Phase war, sondern dass es halt einfach jetzt so ein Teil von mir, den ich so akzeptiert hatte. Ich habe gemerkt, dass in der damaligen LGBT-Community sehr viele Leute dabei sind, die einfach echt cool drauf sind, mit denen man echt viel Spaß haben kann. Ich habe wundervolle Partys gefeiert, ich habe wundervolle Menschen kennengelernt, ich habe wundervoll viel Zeit mit wundervollen vielen Menschen verbracht. Und das war einfach super cool. Und trotz der Tatsache, dass mein Leben von 18 bis 20 einfach scheiße ohne Ende war, war das halt so ein bisschen der Anker, der mich gerettet hat. Warte, ein Anker rettet eigentlich nicht. Das war der, der Rettungsring, der mich gerettet hat. Sagen wir das so, das macht mehr Sinn. Auf jeden Fall, ich war schwul ohne Ende. Richtig, richtig doll. Also gay as fuck. Ich hatte es alles drauf. Gay Talk, Mannerisms ohne Ende. Ich war 20, haarlos und hot. Das zählt für sehr viel, möchte ich mal so anmerken. Sagen wir, ich war auch sehr beliebt. Und als ich dann wieder zu Hause wohnte, dachte ich mir halt nicht, dass ich dieses Verhalten und diese Gewohnheiten ablegen sollte, sondern ich habe einfach gedacht, I'm out and proud, that's me, bitch, accept me the way I am. Und hab dann halt natürlich
weitergemacht, Leute kennenzulernen und die dann auch zu mir nach Hause einzuladen. Was natürlich eine recht doofe Idee war, wo ich dann später gemerkt habe, vielleicht hätte ich da auch mal mit meiner Mutter reden sollen, dass die halt nicht unvorbereitet plötzlich auf fremde Menschen im Haus trifft. Der Fehler lag bei mir. Nichtsdestotrotz habe ich dann mit ihr darüber geredet und sie meinte, okay, mach's aber nur, wenn es dann halt auch keiner merkt, dass du hier Leute mit herbringst. Dann habe ich es halt weitergemacht, habe halt weiter Leute einfach entweder so eingeladen, einfach nur zum Abhängen oder halt auch, dass da vielleicht ab und an doch mal ein bisschen mehr lief, aber das kam eher selten vor. Und irgendwann habe ich meine Mutter so zur Seite genommen und meinte zu mir, dass sie damit echt ein Problem hat. Also nicht, dass ich Leute einladen würde oder sexuell aktiv bin, wäre das ein Mädchen gewesen, dann hätte sie überhaupt keine Probleme damit gehabt. Ihr Problem war, dass das alles einfach Typen waren und sie damit halt nicht klarkommt. Und ich dachte eigentlich, dieser Drops wäre bereits gelutscht. Ich dachte, dass diese ganze Thematik hätten wir bereits einmal durch, als ich 17 war und das einfach schon da seine Runde gemacht hat. Aber nein, das Thema war anscheinend noch nicht vorbei, sondern das fing da gerade erst an. Ihrer Ansicht nach war das die besagte Phase, die ich da gerade durchmache und die wahrscheinlich dann irgendwann enden wird und dann werde ich normal. Das Problem war, dass diese Phase halt für mich nicht endete, bis heute auch andauert. Daher mal schauen, ob sie vielleicht in den nächsten 10 Jahren noch ihr Ende findet. Aber Punkt dort war einfach der Fall, das war so, wie ich war und das musste sie halt einfach akzeptieren. Und hier applaudiere ich dieser Frau auch einfach in den höchsten Tönen, weil anstatt, dass sie sich halt einfach hingesetzt hat und wirklich angefangen hat, so super den Stress zu machen, hat sie mich einfach zur Seite genommen und gesagt, erklär mir das mal. Warum ist das so? Wie ist das so? Hä? Wie kann das sein, dass du nicht auf Frauen stehst? Und dann habe ich ihr das halt erklärt, dass das halt so ist, dass das halt gefühlt immer so war, dass ich halt noch nie wirklich irgendwas empfand, was Frauen anging, dass ich sehen kann, okay, da ist eine Frau, die ist echt hübsch, die ist halt konventionell attraktiv, von der würde ich gerne ein Bild machen, weil sie hübsch ist, aber der Gedanke daran, dass ich mit dieser Frau auf einem Sofa sitze, sie im Arm habe und wir uns näher kommen, ist für mich so abstoßend, dass ich einfach direkt weiß, dass das etwas ist, was niemals passieren wird. Wenn ich mir dann aber vorstelle, gleiches Szenario, aber es ist ein Typ, dann habe ich da natürlich wieder so Gedanken, wo ich denke, okay, das könnte weitergehen und das könnte auch Zukunft haben und das könnte irgendwas sein, womit ich halt auch wirklich glücklich werde. Und im Grunde genommen habe ich ihr das dann halt in so einem kleinen Gespräch erklärt, dass es halt einfach so ist, dass sie damit dann leider klarkommen muss und ich das halt super toll finde, dass sie das so anspricht, aber sie muss es leider akzeptieren, dass das so aus mir geworden ist und dass man das halt auch nicht ändern kann, sondern es ist halt einfach so. Wie sie es nicht ändern kann, dass sie auf Männer steht, kann ich das halt auch nicht. Und damals meinte ich auch zu mir, wenn es gehen würde, wenn ich schnippen könnte und ich wäre normal, ich würde es instant tun. Ich würde mir doch nicht aussuchen, eine Sexualität zu haben, welche zumindest damals in dieser Breite noch nicht akzeptiert wurde und einfach mir mein Leben unnötig schwer machen, halt konstant Angst haben zu müssen, auf der Straße zusammengeschlagen zu werden, wenn das irgendwer rausfindet. Wenn es die falschen Leute rausfinden, sagen wir es ja so. Ich würde mir das doch nicht aussuchen, so eine Sexualität zu haben, welche einfach mein komplettes Schulleben ruiniert hat, weil ich einfach konstant depressiv war, weil ich wusste, dass ich einfach nirgendwo dazugehören könnte, was sowas angeht. Ich würde mir doch keine Sexualität aussuchen, welche mich einfach zutiefst unglücklich macht für quasi die Hälfte meines Lebens zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, da fiel dann irgendwann auch der Groschen bei ihr, dass sie gemerkt hat, okay, der denkt sich das nicht einfach nur aus, das ist auch nicht nur eine Phase, sondern das ist halt einfach so. Und dann meinte sie zu mir, raus. Nein, sie meinte zu mir, dass sie versucht, damit klarzukommen, aber dass es wahrscheinlich auch eine Weile dauern wird und ich ihr doch bitte die Zeit geben möchte, dass sie sich an diese Situation gewöhnt. Und das fand ich so krass mutig und ich fand das einfach so ein starker Moment von ihr, dass sie halt mir essentiell gesagt hat, ich kann damit nichts anfangen und eigentlich finde ich das auch nicht gut, weil mir das mein Leben lang eingeprägt wurde, aber jetzt, wo ich damit konfrontiert wurde, habe ich die Wahl, entweder meinen Sohn zu verlieren oder ihn einfach zu behalten, aber zu akzeptieren, wie er ist. Also versuche ich doch lieber zu akzeptieren, wie er ist, auch wenn es mir derzeit noch schwerfällt, also gib mir doch bitte die Zeit. Und das fand ich so krass einfach, das fand ich so krass und dafür gebe ich ihr alle Props der Welt. Und auch wieder, das ist so
jetzt nicht best possible outcome, aber schon echt gut. So, das hätte auch wesentlich beschissener enden können. Wenn ich halt so lese, wie andere Familien halt ihre Söhne und Töchter, die sich als nicht hetero outen, einfach aus dem fucking Haus werfen und dann die auf der Straße leben müssen, dann finde ich, kam ich noch recht gut mit weg, dass meine Mutter einfach nur gesagt hat, das finde ich halt nicht gut, aber ich versuche mein Bestes, um damit klarzukommen. Und zu ihrem Credit, sie kam damit extrem gut klar und sie deutet es zumindest nicht an, aber ich glaube, sie kommt damit heute auch immer noch echt gut klar. Und ich glaube, sie hat es mittlerweile auch akzeptiert. Daher Props an meine Mama, sie macht das echt gut. Und ja, ansonsten, so meinen ganzen Alltag beeinflusst das halt quasi kaum. Also während meiner Ausbildung und meiner kurzen Arbeitszeit zumindest habe ich das auch geheim gehalten, weil es einfach eigentlich niemandem irgendwas angeht auf der Arbeit. Ich bin da, um Ergebnisse zu liefern, nicht um Leuten zu erzählen, mit wem ich ins Bett gehe. Das ist halt einfach, es hat die einfach auch nichts anzugehen, von daher, was soll's. Und ja, erst so, zumindest in der Ausbildungszeit in der Schule dort, da war das kein Problem. Da hatte ich auch andere in der Klasse, die LGBT+ waren. Daher, das da zu outen, war halt einfach nur so, ja, okay, ich bin einer von euch, was soll's. Waren alle cool mit, fand ich cool, fühlte ich mich dann am Ende auch sehr wohl. War eine sehr, also tatsächlich war Berufsschule, war cool. Also tatsächlich Ausbildungszeit, Schule war cool, habe ich gern gemacht. Zumindest die Zeit, wo ich da war, das ist eine ganz andere Geschichte, also von daher. Kann man sich auch komplett hier anhören, daher bei aller Liebe, schaut euch auch das an. Und ja, der Scherz ist, kurz nachdem ich mit der Ausbildung fertig war, fing das hier halt an, relativ gut zu laufen, dass ich halt sagen konnte, okay, ich mache mich halt mit YouTube selbstständig. Und was ich da schon relativ früh gemacht habe, wie man an meinem 3 Jahre alten Coming-out-Video gemerkt hat, was ich gelöscht habe, dass ich da direkt alle Karten auf den Tisch gelegt habe und gesagt habe, so, das ist die Sache. Einfach, weil ich weiß, dass es sehr viele Mädchen gibt, die zu Influencern sehr gerne nähere Beziehungen aufbauen möchten und ich direkt sagen möchte, nein, solche Beziehungen führe ich nur mit Jungen. Und auch dann müssen die über 25 sein und einen Bart haben und idealerweise vielleicht ein bisschen molliger und vielleicht so ein bisschen keine Supermodels, sondern mehr so, und das führte dann dazu, dass auch das nicht geklappt hat. Sad life. Tatsächlich kann man YouTube nicht benutzen, um eine Beziehung zu finden. Das habe ich schwererweise auch lernen müssen. Und ja, so zog sich das dann durch die restlichen Jahre durch, dass halt ich jetzt das nicht versteckt habe, es aber auch nicht an die große Glocke gehangen habe. Und damit fuhr ich dann auch relativ gut. Ich meine, du hast dann immer mal wieder den Drive-By-Kommentar, der dir sämtliche Beleidigungen an den Kopf wirft. Muss halt mit klarkommen. Manchmal läuft es halt blöd. Aber unterm Strich habe ich halt auch hier super viele Leute kennengelernt, die das alle einfach ohne Probleme akzeptiert haben, mich dann einfach so genommen haben, wie ich bin, auf platonische und nicht platonische Art und Weise. Und ja, essentiell wurde es halt voll okay. Meine Angst, dass ich irgendwie auf der Straße enden würde und einfach alle Menschen verliere, die mir nahestehen und dass ich einfach ein Leben in Einsamkeit und Trauer führen muss, wurden tatsächlich nicht wahr, sondern es lief alles relativ okay für mich, würde ich sagen. Das ist natürlich die Frage, wenn man jetzt so selber 13 oder 14 ist und sich so denkt, ich fühle mich auch so ein bisschen nicht so hetero eigentlich. Heute fühle ich das andere Geschlecht einfach mal so gar nicht. Und dieses Gefühl zieht sich schon seit den letzten 8 Monaten durch. Könnte es vielleicht sein, dass diesen Menschen möchte ich auf den Weg geben, dass es vollkommen egal ist. Über die letzten Jahre habe ich gelernt, dass sich ein Label zu verpassen super unnötig ist. Ich sag, ich bin schwul, weil es einfach ist, sich so zu kategorisieren, aber unterm Strich, keine Ahnung, bin ich's? Vielleicht habe ich auch morgen total Bock auf Frauen und dann übermorgen nicht mehr. Vielleicht habe ich auch gar keinen Bock mehr auf irgendwas, so, das kann auch sein. Tatsächlich würde ich da halt eher sagen, für Leute, die halt zwanghaft sich irgendein Label verpassen müssen und sagen müssen, ich möchte aber in diese Schublade gesteckt werden und das ist was, damit ich leben kann, dass man dieses Denken sich so ein bisschen abgewöhnt und einfach sagt, ich mag halt, was ich mag. Mal mag ich das lieber, mal mag ich das lieber, mal mag ich gar nichts, mal mag ich alles auf einmal. Ich persönlich habe jetzt mein ganzes Leben lang eher Männer gemocht und ich sehe jetzt auch nicht, dass es sich in der Zukunft groß ändert. Daher ist das Label schwul bei mir wahrscheinlich schon eher akzeptabler als alles andere. Nichtsdestotrotz mache ich mir da nicht so den Stress und denke da auch nicht so krass mehr drüber nach, sondern ich nehme es einfach, wie es kommt. Wenn es dann tatsächlich mal dazu kommen sollte, dass ich eine Frau treffe, die sagt, hey, du bist voll cool,
Und ich denke mir, hey, die ist voll cool und das passt, dann passt es halt einfach. Dann ist es halt so. Und wenn nicht, dann ist es halt nicht so. Und es ist halt voll okay. Und ich habe auch auf Instagram super viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sich halt deswegen so übelst abstressen und einfach Klarheit haben wollen. Und die Klarheit, die ich den Leuten geben kann, ist, dass es einfach nicht wichtig ist. Wenn man merkt, dass man eher auf Typen steht als auf Frauen, dann ist das so okay. Und dann ist das halt einfach das Label. Also halt, mein Label ist, ich stehe eher auf Typen als auf Frauen. Vielleicht bin ich bi, vielleicht bin ich auch nicht bi. Unterm Strich ist das halt echt nicht wichtig eigentlich. Daher, datet halt, wen ihr wollt. Macht euch keinen Stress. Habt einfach ein bisschen Fun, so. Das ist, Leben ist kurz. Weniger Gedanken damit verbringen, was man jetzt eigentlich ist, sondern mehr Gedanken damit verbringen, was man eigentlich möchte. Und es gibt auch super viele Leute, die einfach komplett okay damit sind, einfach nur mal so einen Spaziergang zu machen, einfach um auch so ein bisschen über diese Themen zu reden und einem selber so ein bisschen Klarheit zu schaffen. Fand ich das jetzt cool? Fand ich das nicht cool? Möchte ich davon noch mehr haben oder möchte ich davon doch nicht so viel haben? Besonders in der heutigen Zeit gibt es einfach so viele Hilfsgruppen und Internetgroups und Dating-Websites und Apps und Partys und Treffen und Veranstaltungen und alles. Da konnte ich vor 20 Jahren nur von träumen. Alles, was ich hatte, waren irgendwelche shitty Websites, wo man per E-Mail hinschreiben musste, dass man andere Schwule sucht. Da ist das heute einfach echt ein Festmahl, muss ich sagen. Daher, wenn ihr jung und fragend seid und euch so ein bisschen Klarheit verschaffen wollt, joint halt einfach so eine LGBTQIA+. War das richtig? Ich glaube schon. Ich sag das so selten. Gruppe und schaut halt, ob das was für euch ist. Schaut halt, ob ihr da irgendwie mit irgendwem reden könnt und unterhaltet euch einfach nur mal mit jemandem, der sich halt in seiner Sexualität gefestigt fühlt und dann kann der euch wahrscheinlich mehr darüber erzählen. Fragt nicht mich. Ich habe keine Zeit für sowas. So leid es mir tut. Fragt mich, wenn ihr mittlerweile über 30 haarig und dick seid, dann habt ihr größere Chancen, eine Antwort von mir zu kriegen. Nein, tut das nicht. Wo wir auch direkt zum nächsten Thema kommen, weil ich da auch immer super viele Anfragen bekomme, von wegen, hey, bist du Single? Hast du Bock auf Dates? Und die Antwort ist, wenn ihr von YouTube kommt, bin ich so krass desinteressiert, dass ihr einfach niemals eine Antwort von mir bekommen werdet. So in dem Moment, wo ihr mir sagt, hey, ich kenne dich von YouTube, seid ihr für mich gestorben und ich rede nicht ein einziges Wort mit euch. So, als kleine Info für alle, die versuchen, nicht hierüber jetzt irgendwie zu catchen und irgendwie ankommen und sagen, hey, dich kenne ich von YouTube, dich finde ich voll cool. Ist mir egal, antworte ich nicht drauf. Seid ihr direkt ignoriert, sorry. Ich nutze das hier nicht als Dating-Plattform. Dafür habe ich andere Wege. Das hier möchte ich jetzt eher nutzen, um einfach Leuten zu helfen, die einfach so ein bisschen sagen, hey, ich bin ein bisschen confused, ich bin ein bisschen verwirrt. Wie war das bei dir? Könnte es bei mir ähnlich sein? Und wie lief das denn jetzt noch so ein bisschen weiter? Und ja, das ist meine Geschichte, das sind so meine Erfahrungen und vielleicht hat das wem geholfen, vielleicht aber auch nicht. Und dann so als abschließende Frage, sollte ich mich outen, ist die Antwort, kommt auf deine Familie und dein Umfeld an. Wenn du deine Familie kennst und sagst, die reagieren sehr wahrscheinlich eher so negativ darauf, dann ist meine Antwort ehrlich gesagt, versteck das lieber, bis du ausgezogen bist. Und sobald man dann ausgezogen ist, ist man safe. Dann kann man nicht mehr rausgeworfen werden. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass die Eltern einfach auf kompletten Kontaktabbruch gehen und das ist dann super schade. Aber dafür habe ich dann immer noch den Spruch, eine Familie ist keine, in die man hineingeboren wurde, sondern eine Familie sind die Menschen, die man sich selbst gesucht hat. Daher eine neue Familie zu finden, das ist definitiv möglich. Und wenn ihr halt wisst, okay, eure Eltern sind relativ liberal eingestellt, die kommen damit gut klar, dann kann man es versuchen. Vielleicht mal so andeuten, mal so in einem Gespräch von wegen, hey, Gay Rights, was sagt ihr so dazu? Wenn so die Homos auf den Straßen rumlaufen und draußen rummachen, findet ihr das voll cool? Findet ihr das voll cool, wenn euer Sohn / eure Tochter das macht? Ich hoffe, ihr findet es voll cool, denn euer Kind ist gay. Oh yeah. Und wenn sie dann darauf reagieren, dass sie euch rausschmeißen, haben sie komplett richtig gehandelt, denn solch ein Cringe sollte sich keiner geben müssen. In diesem Sinne danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen eine kleine Einsicht geben und vielleicht ein bisschen Mut machen, dass das Leben tatsächlich weitergeht und besser wird, sobald man so ein bisschen
in seine eigenen Wege kommt und die richtigen Leute kennenlernt. Und ja, das Leben kann tatsächlich auch Spaß machen irgendwann, auch wenn es gerade wahrscheinlich super shitty ist. Man muss einfach nur durchhalten. Irgendwann wird es besser. Entsprechend, falls ihr Erfahrungen mit der ganzen Sache habt, dann postet die gerne in die Kommentare. Vielleicht gibt es da auch noch den einen oder anderen, der gerne mehr solche Sachen lesen möchte, um einfach so ein bisschen sicherer zu sein, sich ein bisschen wohler zu fühlen, zu wissen, dass man hier zumindest eine Community hat, in der man willkommen ist. Daher war es das dann soweit von mir. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann einmal im 50-Stunden-Stream wieder, der morgen anfängt. Shit, das habe ich komplett vergessen. Und ansonsten bei weiteren Videos, die wahrscheinlich die Tage noch herauskommen werden. Daher, auf Wiedersehen.